So. Und dann weiß ich auch noch nicht, ich werde hier ein bisschen tiefer gehen, aber ich glaube, ich mache erstmal die Wände. Da gehe ich nochmal einen rein oder zwei. Ich glaube, zwei gehe ich noch rein. Das geht schon. Und dann lasse ich jetzt mal die Musik laufen. Die natürlich jetzt vorbei ist, oder? Nee, doch noch nicht. So, aber heute habe ich irgendwie mehr Motivation hier, das weiterzumachen. Weiß nicht, manchmal hat man einfach keinen Bock oder keine Lust. Kein Bock oder keine Lust gibt auch sehr viel Sinn wieder. Ja, manchmal rede ich einfach nur Bullshit. Dann mal gucken, ob das hier stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 4, also dann hier auch 2 noch rein. Und dann hier alles fröhlich wegkloppen. Bisschen Kohle noch. So. Jo, macht mir auf jeden Fall mehr Spaß, als nach Ritterskeletten zu jagen. Ich glaube, wenn einem ein Projekt langweilt, muss man einfach ein noch langweiligeres angehen. Nach einer kurzen Pause. Und dann macht einem das zuvorige Projekt mehr Spaß. Ist irgendwie so. Kann man sich vielleicht auch mal merken, ist ein schöner weiser Satz. Ein weiser Merksatz. Vom alten Rob zockt mal wieder. Opa Rob packt wieder Geschichten aus. So. Ach ja, schön, schön, dann hier alles weg. Ja, ich weiß, Koppel ist jetzt ein bisschen hässlich dafür. Er hätte noch Steinziegel nehmen können, aber... Na gut, komm, nehmen wir jetzt mal Koppel. Weil Steinziegel dauert wieder so lange, bis hier alle gebraten sind und so. Ist zwar relativ einfach herzustellen, aber... Die Zeit, das dauert halt so lange und deswegen... Nehme ich jetzt hier mal die klassischen Cobblestones. So, dann hier auch an der Seite noch dasselbe. Dasselbe wie letztes Jahr. Stimmt ja wirklich. Letztes Jahr haben wir wahrscheinlich genau dasselbe gemacht in dieser Welt. Ah, ich weiß noch, gell? Ich weiß gar nicht, warum ich das damals gemacht habe in Staffel 3. Da bin ich mal in der einen Folge, hab so getan, als ob ich die Aufnahme beende. So, gell, so noch, keine Ahnung, 10 Minuten in irgendeiner Folge. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Habe ich mich so hingesetzt, ja, tschüss, bin so ins Hauptmenü. Und habe dann einfach eine andere Welt angefangen. Und habe da dann irgendeine Scheiße gebaut. Könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, das war 300 oder Staffel 3, Folge 84 oder 94. Irgend sowas. Da habe ich dann noch irgendwie eine andere Welt gezockt. Die Welt habe ich sogar noch. Soll ich die nochmal zeigen? So als Special?
Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir haben in letzter Zeit schon genug Abstecher in andere Welten gemacht. Ich will das jetzt eigentlich nicht mehr so machen. Vor allem hier mit Staffel 5, das ist ja eigentlich, sollte es ja noch mal ein bisschen strenger sein. Weil wir 33 Folgen in Staffel 1, dann 33 Folgen in Staffel 2 und dann 34 Folgen in Staffel 3. Anders geht's halt nicht. Staffel 3 ist halt ein bisschen länger. So, mal sehen, wie tief ich hier gehe noch. Ich weiß noch nicht. Die Decke lasse ich einfach mal so. Sieht ja eh keiner am Ende. Und tief, ja, wie tief machen wir das Ding immer? Ein paar müssen wir auf jeden Fall noch reingehen. So, zack, zack, alles weg hier. So. Dann haben wir noch schön Eisen freigelegt. Das freut mich ja. Bin ich ja jetzt richtig angetan von. Ich will glatt Luftsprünge machen. So. Ja, das dauert, das dauert. So, gleich ist die Ebene hier weg. Zack, 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 zack. Und dann die nächste. Also die auf jeden Fall noch. Und dann wahrscheinlich noch eine Runde. Ich muss mir das dann gleich mal so ein bisschen überlegen. Aber so viele Erze haben wir jetzt auch nicht. Also ich denke mal, das reicht dann, wenn wir jetzt noch zwei heruntergehen. Ist dann zwar ein bisschen nervig zum Angucken, weil das halt so ewig dauert. Kann ich ja auch verstehen, aber manchmal muss man sowas einfach machen. Sowas Sinnloses. Oder ich mache den Rest einfach offscreen. Weiß ich noch nicht. So, immer schön Fackeln setzen. Hier, der Gravel kann auch schon mal raus. Und noch mehr Eisen. Und bis auf die Ebene werden wir dann halt gehen. Und dann müssen wir noch alles mit Kobbel auskleiden. Das wird auch nochmal spaßig. Zum Glück haben wir da die Effizienzspitzhacke. Wenn ich das mit der Eisenspitzhacke machen müsste, dann wäre ich wirklich... Ich glaube, das ginge gar nicht. Das würde ich einfach seelisch und moralisch nicht aushalten. So eine Affenarbeit aber auch manchmal, ne? Muss man einfach so eine schwierige Arbeit nochmal erledigen. Ja, leider gehört das allerdings hier dazu. Da muss man halt durch. Manchmal. Hoffentlich selten. So. Und die letzte Ebene dann noch.
Ach ja. Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen noch am Chillen, ne? So ein bisschen knapp vor der Schule wieder. Bald geht Schule wieder los. In 4 Tagen. Also sind wir jetzt kurz vor Ferienende. Das hier ist auch die vorletzte Aufnahme, die ich mache. Morgen mache ich dann noch mal eine Stunde und dann sind wir ja durch mit der Staffel soweit. Und dann werde ich, glaube ich, mal gucken. Also wenn die Schule wieder startet, werde ich halt selten dazu kommen, aufzunehmen. Aber ich werde trotzdem aufnehmen, immer mal hin und wieder, ich weiß noch nicht. Ich hoffe, ich schaffe es so ein-, zweimal im Monat. Öfter kann ich dann aber, glaube ich, nicht. Und dann wieder so ein bisschen längere Aufnahmen, aber ich will mich nicht zwingen. Also ich will dann nicht sagen, ja, ich nehme nur auf, wenn ich mal wirklich 5 Stunden Zeit habe oder so. Also ich mache dann vielleicht auch mal nur eine Stunde, das geht dann auch. Aber bei Feed the Beast Ultimate, da will ich, oder Unleashed, da möchte man halt auch mal sich ein bisschen reindenken und da muss man halt längere Sessions machen teilweise, um das alles zu verstehen und so. Aber ich habe halt nicht so oft Zeit, so lange Sessions zu machen. Ist ein bisschen schade. Und dann möchte ich ja wieder mit Captive Minecraft und alles, will ich ja noch weitermachen. Hatte ich ja gesagt, aber ja, ob ich da jetzt dazu komme, weiß ich nicht. Ich hoffe es ja mal. So, und jetzt noch die Wände, ne? Und der Fußboden. Und dann hätten wir hier den Kasten erstmal fertig. Aber ich glaube, das ist auch kein Problem, wenn wir das natürlich dann in der nächsten Folge weitermachen. Ich muss dann nur mal gucken, nicht, dass die Folgen zu kurz werden. Ich habe nämlich gestern schon wieder ziemlich viel geschnitten. Ich war da nämlich ein bisschen hinterher. Dann habe ich so ein paar Aufnahmen geschnitten noch. Dann habe ich schon gemerkt, ja, manche sind immer zu kurz und dann muss man mal 14 Minuten machen. Und das ist dann halt immer ein bisschen schade. Ich wollte die halt immer so 15 Minuten. Ja, schon schön. Oder mal 16 Minuten, aber 14, naja. Muss man halt mit leben. Ich verschätze mich da manchmal ein bisschen mit den Aufnahmen. Da nimmt man mal zu kurz auf, aber ich denke mal, das ist ganz normal. Deswegen ziehe ich es ja schon die Länge. So. Und dann hier noch. Zack. Und das da noch. Ich weiß gar nicht, wenn diese Folge ja kommt, was ist da eigentlich für ein Tag? Vielleicht ist ja sogar zufällig Heiligabend oder so. Ich habe mal mir ausgerechnet, ich habe ja mal meinen schönen Upload-Plan, wo ich schon im Jahr vor, ja, planen kann. Ist immer ziemlich lustig. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wann kommt diese Folge eigentlich. Irgendwann Ende des Jahres auf jeden Fall, November, Dezember irgendwas. Vielleicht ist ja schon Heiligabend oder so, oder vor Weihnachtszeit. Also vor Weihnachtszeit ist, glaube ich, bestimmt schon. Das ist schon Januar und ich habe mich verschätzt. Das wär's natürlich. So, dann hatte ich ja gesagt, stimmt, genau, jetzt müssen wir noch den ganzen Boden ausheben. Na super. Also noch eine Schicht runter. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Da haben wir dann wenigstens auch noch was zu tun und langweilen uns nicht. Und ich würde sagen, das machen wir dann später. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.